So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Vertriebspartnerinnen, liebe Vertriebspartner. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Online-Präsentation zum Thema Hausverwalterpolice. Mein Name ist Tim Arendt und ich darf heute hier ein bisschen durchs Programm führen. So, bevor es jetzt gleich losgeht, darf ich noch die heutigen Referenten vorstellen. Das ist zum einen der Herr Hass von der Alpura Versicherungs AG. Herr Hass, können Sie uns hören? Ja, ich kann Sie hören. Können Sie mich auch hören? Ja, wir können Sie wunderbar hören. Das ist schon mal super, wenn die Technik funktioniert. Aber der Herr Hass wird natürlich heute auch nicht alleine Referent sein, sondern ich habe hier auch noch zwei Kollegen mit dabei. Das ist zum einen der Herr Frank und der Herr Roth aus unserem Firmenkundenbereich, die den Vortrag hier auch noch zusätzlich bereichern. So, bevor es gleich losgeht, vielleicht noch ein kleiner Hinweis von mir, weil die Frage recht häufig gestellt wird zu den Teilnahmezertifikaten und den Präsentationsunterlagen. Diese werden wir an alle angemeldeten Teilnehmer im Nachgang an die Veranstaltung, das heißt in den nächsten Tagen, versenden. Sie müssen sich dafür auch nicht weiter irgendwo anmelden oder das beantragen, sondern jeder Teilnehmer bekommt automatisch diese Unterlagen zugeschickt. Und ja, dann bin ich erstmal soweit mit meinem Vorabprogramm durch. Wir hören uns dann nachher später nochmal in der Fragerunde. Und jetzt möchte ich gerne den Herrn Hass bitten, mit seinem Vortrag zu beginnen. Viel Spaß. Ja, schönen guten Tag erstmal. Mein Name ist Alexander Hass. Ich bin von der Alcura Versicherung. Wir sind ein Spezialist für Vermögensschadenhaftpflicht und kooperieren in diesem Bereich hier mit der Haftpflichtkasse. Ich würde immer weiter sagen mit der Präsentation. Gerne, Herr. Alles klar. Ja, ich wollte Ihnen ein bisschen über die Vermögensschadenhaftpflicht für Wohnimmobilienverwalter erzählen, nach 34c Gewerbeordnung. Das ja seit 3 Jahren mittlerweile eine Pflichtversicherung ist. Dieses Gesetzgebungsverfahren hat sich über insgesamt 6 Jahre hingezogen, weil immer wieder eine Partei der Meinung war, dass es keine Pflichtversicherung geben sollte. Deswegen heißt es auch Gesetz zur Einführung einer Berufszulassungsregelung für gewerbliche Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter, weil bis zur dritten Lesung es auch eine Pflichtversicherung für Immobilienmakler geben sollte, die dann aber in der dritten Lesung auf einmal verschwunden ist. Das Gesetz ist 2018 in Kraft getreten und regelt jetzt die Versicherungspflicht für Wohnimmobilienverwalter. Weiter. Dies in § 34c geregelt und die Erlaubnispflicht für Wohnimmobilienverwalter ist gekoppelt an die Zuverlässigkeit, an geordnete Vermögensverhältnisse und an eine Berufshaftpflichtversicherung. Das ist wie im Endeffekt bei jedem Versicherungsmakler auch. Und er hat, wie jeder Versicherungsmakler auch, die Pflicht zur regelmäßigen Weiterbildung. Dieses gilt allerdings nicht nur für Immobilienverwalter, sondern auch für die Immobilienmakler, diese Weiterbildungspflicht. Den Antrag auf Zulassung kann jeder stellen, jede natürliche oder juristische Person, also eben GmbHs, AGs und so weiter. Problemfall ist im Endeffekt wie bei den Versicherungsmaklern auch die GbR. Da muss eben jeder eine Zulassung beantragen. Weiter. Ich habe hier mal so aufgelistet, wer sich was alles so unter den Bereich fällt, was Wohnimmobilienverwalter sein kann. Weil die schimpfen, sie sagen ja nicht nur, sie sind Hausverwalter, sondern sie sind Portfolio Manager, Facility Manager, Real Estate Manager und so weiter. Und das sind alles welche, die unter den Bereich der Wohnimmobilienverwalter fallen können. Weiter. Die Erlaubnispflicht sagt eben, wer gewerbsmäßig das gemeinschaftliche Eigentum von Wohnungseigentümern im Sinne des Absatzes 1, 2, 3, 5 und 6 des Wohnungseigentumsgesetzes oder für Dritte im Sinne des § 549 Bürgerlichen Gesetzbuches verwalten will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Und dann einmal habe ich nochmal aufgelistet, wer das so ist. Der WEG-Verwalter verwaltet das gemeinschaftliche Eigentum einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Und der Mietverwalter ist mit der Vermietung, Durchführung und Abwicklung von Mietverhältnissen für den Eigentümer des Objekts beauftragt. Nicht unter diese Erlaubnispflicht fällt, und hier wird es jetzt ganz krux,
ist die Verwaltung von Gewerbeimmobilien. Da komme ich nochmal später drauf, was das bedeuten kann. Die Verwaltung von Grundstücken und die Verwaltung eigenen Eigentums. Also jemand, der mehrere Häuser hat und für sich selbst die Verwaltung macht, fällt nicht unter die Erlaubnispflicht. Wann ist von einer gewerbsmäßigen Tätigkeit auszugehen? Mit der Folge, dass die neuen Berufsregeln für diesen gelten. Da hat der Bundesgesetzgeber auch schon was gesagt. Gewerbsmäßig ist die Tätigkeit des Verwalters dann, wenn sie selbstständig ausgeübt wird, auf Gewinnerzielung gerichtet ist und auf eine gewisse Dauer angelegt ist, also nicht nur gelegentlich. Und dann gab es am Anfang immer die Probleme, was ist denn so ein Schwellenwert? Wenn einer nur 1.000 Euro im Jahr damit verdient, ist das schon gewerbsmäßig? Und mittlerweile sagt der Gesetzgeber ja. Nochmal eben, nicht unter die Pflichtversicherung fällt die Verwaltung durch die Eigentümergemeinschaft selbst. Das gibt es auch, dass zum Beispiel einer aus einer WEG die Verwaltung übernimmt und die nicht gewerbsmäßige Verwaltung durch Miteigentümer, Verwandte oder Bekannte eines Wohnungseigentümers. Für die gewerbsmäßige Verwaltung spricht, eben kann man sich so als Faustregel merken, wenn die Verwaltung ausschließlich für Dritte und gegen Entgelt entfolgt. Und da kommt es eben auch nicht auf die Höhe des Entgeltes an. So, dann habe ich mal aufgeführt, was eben das bedeutet. Es gibt ja viele Hausverwalter, die zum Beispiel Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien gleichzeitig verwalten. Das heißt, sie müssen zwei verschiedene Deckungsströcke, wenn sie sich vollumfänglich versichern wollen, absichern. Einmal für den Bereich der Wohnimmobilienverwaltung, der die Pflichtversicherung ist, und einmal für den Bereich der Gewerbeimmobilien, was keine Pflichtversicherung unterliegt. Das heißt, hier muss er auch sich nicht weiterhin nicht versichern. Kann zum Beispiel zur Folge haben, ich habe hier jetzt ein Haus mit 4 Wohneinheiten, 3 sind privat vermietet und unten rechts ist der Friseurladen drin. Das heißt, ich habe ein Haus, wo ich mit 3 Wohnungen Anteilen einer Pflichtversicherung unterliege und mit dem anderen Anteil nicht. Und im Zuge dessen, der ganzen Verordnung ab 2018, am Anfang wusste der Gesetzgeber auch noch nicht so, was alles darunter fällt, hat man dann eben auch festgestellt, dass Ferienwohnungen und Ferienhäuser eben auch unter die Erlaubnispflicht fällt. Das heißt, wer Ferienwohnungen und Ferienhäuser vermittelt und verwaltet, muss auch eine Zulassung als Wohnimmobilienverwalter unterhalten. Weiter. Dann kamen natürlich immer wieder weitere Fragen auf und hier habe ich mal so aufgeführt, was alles unter die Erlaubnispflicht fallen kann. Das ist denn die Verwaltung von Wohnimmobilien im Ausland. Immer dann, wenn ich von Deutschland aus die Verwaltung übernehme und einer der beiden Parteien ein Deutscher ist. Die Verwaltung von Wohnimmobilien auf Campingplätzen fällt auch unter die Erlaubnispflicht. Bei der Verwaltung von Garagen, muss man sagen, kommt es drauf an. Wenn ich nur Garagen vermiete, dann fällt es nicht unter die Erlaubnispflicht. Hängt die Verwaltung von Garagen aber mit einem Mietverhältnis zusammen, weil ich zum Beispiel in der Tiefgarage meiner Mietwohnung auch noch einen Parkplatz habe, dann fällt es unter die Erlaubnispflicht. Genauso ist es mit der Erlaubnispflicht bei Verwaltung von Apartments auf Hotelrelenten. Da gibt es ja häufig mal, dass welche Wohnungen und so weiter kaufen und die dann über das Hotel verwalten lassen oder eben auch Anlagen mit Ferienwohnrechten und die Verwaltung von Studentenwohnheimen fällt auch darunter. Was sollte der Gesetzgeber erreichen mit der Pflichtversicherung? Mit der Pflichtversicherung soll sichergestellt sein, dass Vermögensschäden, die einer Wohnungseigentümergemeinschaft durch fehlerhafte Berufsausübung entstehen, abgedeckt sind. Hier hat er eine Beschränkung vorgenommen auf die reinen Vermögensschäden. Das gilt nicht für Personen, Sach- sowie unechte Vermögensschäden. Die erforderlichen Umfang der Berufshaftpflicht wird in § 15 der Makler- und Bauträgerverordnung geregelt. Es soll eben Versicherungsschutz für unmittelbare Vermögensschäden, die sich aus der fehlerhaften Berufsausübung ergeben können, versichert sein. Es ist eine Mindestversicherungssumme von 500.000,
zweifach maximiert sein und sie muss unbegrenzt zur Verfügung stehen mit einer unbegrenzten Nachhaftung. Zulässige Ausschlusstatbestände sind eben wissentliche Pflichtverletzung und marktübliche Ausschlüsse, sofern sie dem Zweck der Berufshaftpflicht nicht zuwiderlaufen. Weitere mitversicherte Tätigkeiten im Versicherungsumfang sind dann eben Ersatzzustellungsberechtigter. Das heißt, er kann für die WEG Sachen in Empfang nehmen. Ersteller von Bestätigungen über Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen. Mediator bei Streitigkeiten. Auch das Erstellen von Energiepässen, sofern er dazu berechtigt ist. Die Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Und in dem Versicherungsumfang haben wir auch mit eine Vorsorgeversicherung für die Verwaltung von Gewerbeimmobilien. Weiterhin natürlich die Verletzung von Datenschutzvorschriften, die Erlaubnis nach § 5 RDG, zum Beispiel die Hilfe bei der Beantragung von Fördermitteln für die WEG, aus der Verletzung von Geheimhaltungsvorschriften. Und was auch immer wichtig ist, die Verletzung von Diskriminierungstatbeständen, das kann beim Wohnimmobilienverwalter immer mal passieren. Und eben optionale Deckungserweiterungen werden dann über einen separaten Deckungsstock, die Verwaltung von Gewerbeimmobilien und die Vermittlung von Immobilien als Immobilienmakler. Ja. Wir haben eine Prämienberechnung gewählt, die völlig neu ist am Markt. Bisher, die Berechnungen, die Sie eigentlich kennen, sind entweder nach Umsatz oder nach Wohneinheiten. Wir haben hier die Anzahl der Geschäftsführer und die Anzahl der Mitarbeiter gewählt. Und der Beitrag wäre eben als Beispiel jetzt mal 500.000 Deckungssumme mit einem SB von 150 Euro. Je Geschäftsführer 412,50 Euro und je weitere tätige Person, das heißt also die Mitarbeiter, kosten dann 10% Zuschlag. Dann haben wir allerdings natürlich berücksichtigt, dass wir Umsatznachlässe gewähren müssen für die Kleinen. Das heißt also, wenn einer nur bis 10.000 Euro Umsatz im Jahr macht, dann würden wir hierauf 40% Nachlass geben auf diese Prämien. Und bei bis 20.000 Umsatz 30% Nachlass. Das wird dann allerdings alles im Rahmen der Regulierung mit der Haftpflichtkasse abgerechnet. Die Prämienberechnung bei Gewerbeimmobilienverwaltern und Immobilienmaklern. Da habe ich jetzt mal Deckungssummen von 100.000 und 250.000 ausgewählt. Und hier gewähren wir dann einen Nachlass von 20%, sofern er nur eine Tätigkeit von den beiden ausübt. Also ein Immobilienmakler mit einer Deckungssumme von 100.000, der nur Immobilienmakler wäre, kostet 187,50, wenn er alleine tätig ist. Und darauf gewähren wir dann 20% Nachlass. Ein paar Schadenbeispiele bei Immobilienverwaltern. Das sind hier die drei, muss man sagen, größten Bereiche. Das Verjährenlassen von Forderungen aus der Nebenkostenabrechnung durch verspätete Abrechnung oder Nichterhebung. Das ist immer dann der Fall, wenn Sie mal einen Posten vergessen und nach 2 Jahren feststellen, ach, den hätten wir ja noch abrechnen müssen. Und dann beruft sich eine Mehrzahl der Mieter eben auf die Verjährung. Aber der Eigentümer der Immobilie bleibt natürlich auf dem Schaden sitzen und nimmt dann natürlich den Wohnimmobilienverwalter in Anspruch. Dann auch immer sehr, was sehr häufig passiert, ist der fehlerhafte Abschluss von Mietverträgen oder die fehlerhafte Mieterhöhung, die dann entweder zu spät oder falsch gemacht wird und darauf der Mieter eben sagt, ich zahle die Mieterhöhung nicht aufgrund dessen. Und der Eigentümer hat natürlich einen Schaden dadurch, dass er eben keine Mieterhöhung durchsetzen kann. Oder auch eben die verspätete Kündigung von Handwerkern, Stromversorgern und Gasversorgern. Das ist zum Beispiel, wenn die Wohnungseigentümergemeinschaft entscheidet, wir holen uns einen neuen Winterdienst, weil der viel günstiger ist. Und der Verwalter vergisst die Kündigung und den Neuabschluss. Und schlimmstenfalls, er hat vielleicht sogar mit beiden jetzt schon einen Vertrag abgeschlossen, hat den alten nur gekündigt. Dann müsste die WEG ja zweimal zahlen und das würde dann hier eben die Vermögensschadenhaftpflicht übernehmen müssen. Das war es jetzt erstmal für meinen Part und dann würde ich jetzt wieder zurückgeben. Herr Haas, vielen Dank für Ihre
ausführlichen Ausführungen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Fragen können Sie gerne im Anschluss an die Veranstaltung stellen, sowohl zum Thema der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung als auch zum Thema der Betriebshaftpflichtversicherung, welche ich Ihnen jetzt gemeinsam mit meinem Kollegen, mit dem Herrn Roth, vorstellen möchte. Vorab noch eine kleine Info: Die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung bekommen Sie bei uns immer in Kombination mit der Betriebshaftpflichtversicherung. Das ist gut zu den gewohnten Standardkonditionen, das heißt schnell dokumentiert, super Service, also ganz verlässlich, so wie Sie es eigentlich von unseren ganzen Produkten her kennen. Ich würde vorschlagen, wir beginnen jetzt mit der Betriebshaftpflichtversicherung. Was haben wir da für Sie vorbereitet? Hier ein kurzer Überblick, was kommt. Die Zielgruppe, Deckungsinhalte wollte ich Ihnen vorstellen. Den Part wird mein Kollege der Herr Roth übernehmen. Einen Tarifauszug möchten wir Ihnen zeigen. Und wie bereits angekündigt, haben wir zum Anschluss an die Veranstaltung noch Zeit für Ihre Fragen. Welche Zielgruppe? Die Zielgruppe passt sich selbstverständlich genau der Kategorie, welche der Herr Haas schon aufgezählt hat, an. Das heißt, wir möchten für den Immobilienmakler, für den Gewerbeimmobilienverwalter und auch für den Wohnimmobilienverwalter gemäß § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 der Gewerbeordnung Versicherungsschutz bieten. Wir haben hier einen kleinen Auszug aus unserem Antrag beigefügt, auf dem Sie sehen können, wir haben unter der Ziffer 4 die Möglichkeit, den Immobilienmakler zu versichern und unter Ziffer 5 besteht die Möglichkeit, den Wohn- und Gewerbeimmobilienverwalter abzusichern. Auch wir gehen nach der Anzahl der tätigen Personen und Sie haben ergänzend auf einem Antrag die Möglichkeit, den fremden Haus- und Grundbesitz abzusichern. Da kommen wir auf den folgenden Folien noch im Einzelnen dazu, welche Möglichkeit Sie haben, ob Sie die bewährte HOG Plus hinzufügen können. All das werde ich Ihnen auf den folgenden Seiten erläutern. Mein Kollege, der Herr Roth, wird wie angekündigt Ihnen jetzt den ein oder anderen Deckungsinhalt aufzeigen und auch das ein oder andere Schadensbeispiel nennen. Viel Spaß, ich gebe ab an meinen Kollegen, den Herrn Roth. Vielen Dank, Patrick. So, viele von Ihnen werden bereits unsere Aufteilung des Bedingungswerkes kennen. Wir haben im Teil A, das Sie ganz in der untersten Zeile sehen, den allgemeinen Teil geregelt und über die Zeilen, die darüber liegen, quasi die Besonderheiten in Teil B. Das sind einmal die Verwalter- und Hausmeistertätigkeiten. Dann können wir mitversichern den eigenen Haus- und Grundbesitz. Fakultativ können wir den fremden Haus- und Grundbesitz mitversichern. Dann haben wir drin Abhandenkommen von Sachen bei Entrümpelungen und das Abhandenkommen von Schlüsseln. Bedingungsgemäß mitversichert sind das Besichtigen und das Begehen von verwalteten Gebäuden sowie Hausmeistertätigkeiten. Das können sein, zum Beispiel auch kleinere Renovierungen, Streu- und Räumpflicht, alles was dazu zugehört. Weiterhin gilt mitversichert quasi die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers, also der Hausverwaltung als Eigentümer, Mieter und Pächter oder Nutznießer von eigenen Grundstücken, Räumen und Gebäuden. Bei Teileigentum an Gebäuden ist auch das Sondereigentum des Freundes mitversichert. Ferner gilt das Bauherrenhaftpflichtrisiko mitversichert bis zu einer Bausumme von 200.000 Euro je Versicherungsjahr. Sollte die Summe darüber liegen, müsste dann ein Beitrag berechnet werden. Weiterhin gilt die gesetzliche Haftpflicht auch als früherer Besitzer nach § 836 Absatz 2 als mitversichert. Neben der Mitversicherung des Zwangs- und oder Konkursverwalters in dieser Eigenschaft gilt auch das Gewässerschadenanlagenrisiko als mitversichert. Fachverständige Tankanlagen wie AG-Anlagen beträgt 5.000 Liter. Gleiches gilt für die öffentlich-rechtliche Inanspruchnahme. Also es gilt dann auch das Umweltschadensbasisrisiko mitversichert, natürlich ebenso für Tankanlagen bis 5.000 Liter neben Öl- und Fettabschneider. Wir können auch fakultativ den fremden Haus- und Grundbesitz mitversichern. Also falls gesondert vereinbart, gilt dann die gesetzliche Haftpflicht des VNs in der Eigenschaft als Verwalter des fremden Haus- und Grundbesitzes versichert. Versicherungsschutz besteht dann auch für den jeweiligen Eigentümer, weitergeführte Objekte, Wunschstücke, müssen natürlich durch den Versicherungsnehmer auch verwaltet werden, dem Versicherer auch angezeigt werden. Gepflichtet erfolgt mit unserer weiteren Rechnung.
Versicherungsschutz besteht ab Aufnahme des Verwaltungsvertrages. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, diese Objekte rechtzeitig zur Hauptfälligkeit des Vertrages anzuzeigen, maximal 4 Wochen nach Hauptfälligkeit. Ferner gilt die gesetzliche Haftpflicht von Wohnungseigentümern aus dem gemeinschaftlichen Eigentum als mitversichert, also Gemeinschaftseigentum. Und wichtig ist noch zu erwähnen, dass der Versicherungsschutz nur subsidiär geboten wird. Dann haben wir die Position abhanden kommen von fremden Schlüsseln, Codekarten oder anderen Transpondern. Transponder sind diese Geräte, die senden und empfangen können. Und bedingungsgemäß mitversichert gilt die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen von fremden Schlüsseln für Gebäude und Räume. Ebenso gilt ein 2-wöchiger Objektschutz als mitversichert. Das heißt, wenn nachts Wachpersonal zur Verfügung gestellt werden muss. Das Sublimit hierfür beträgt 1 Million Euro und steht zweifach maximiert per Anno zur Verfügung. Und der Selbstbehalt beträgt 10%, mindestens 250 Euro, maximal 2.500 Euro. Nicht versichert sind Ansprüche aus Folgeschäden, zum Beispiel in Folge durch Einbrüche, dann Ansprüche aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln, Codekarten oder anderen Transpondern zu beweglichen Sachen. Das ist hier wichtig, zum Beispiel auch Kfz-Schlüssel. Dann haben wir die Position mit aufgenommen abhanden kommen von Sachen bei Entrümpelungen. Bedingungsgemäß mitversichert gilt die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung und dem Abhandenkommen von Mietereigentum aus Anlass von Fehlern bei der Durchführung von Entrümpelungen und Entsorgungen durch den Versicherungsnehmer bzw. in seinem Auftrag. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf den unmittelbaren Sachschaden ergebenden Vermögensschaden, also Vermögensschaden. Und wir stellen hier ein Sublimit in Höhe von 20.000 Euro, 10-fach maximiert per Anno zur Verfügung. Nicht versichert sind natürlich Geld, Wertpapiere und Wertsachen. Herr Roth, vielen Dank. Auf den folgenden Folien möchte ich jetzt, wie versprochen, etwas auf unseren Tarif für die Betriebshaftpflichtversicherung für die Hausverwaltung eingehen. Bei dem Tarif waren wir, wie Sie uns kennen, bemüht, einen sehr einfachen, übersichtlichen Tarif zu gestalten. Wir gewähren hier in gewohnter Manier 3 Versicherungssummen, das heißt, so wie Sie es kennen, 3, 5 und 10 Millionen für Personen- und Sachschäden und 100.000 für die Vermögensschäden. Wie ist der Tarif aufgebaut? Er schließt sich an dem, was wir bislang gehört haben. Wir haben eine Betriebshaftpflicht im Angebot für die Immobilienmakler. Wie angekündigt, kalkulieren wir hier nach den tätigen Personen, 15 Euro je tätige Person, und der Mindestbeitrag, die Betriebsstätte, liegt bei 150 Euro. Das sind alles Nettobeiträge, die ich hier erwähne. Für den Wohn- und Gewerbeimmobilienverwalter beträgt der Nettobeitrag für jede tätige Person 30 Euro und der Mindestbeitrag liegt hierbei bei 280 Euro. Falls hier Fragen aufkommen, woher der Beitragsunterscheidung kommt, kurz 2 Sätze hierzu. Wir haben einfach entschieden, dass wir den Immobilienmakler, welcher letztendlich mit Immobilien Werbung betreibt, die Immobilien an den Mann bringt, sprich, er ist wenig mit der Betreuung beschäftigt. Das heißt, er hat oftmals keinen Hausmeister, die Gewerbe betreuen, er muss keine Objekte abbrechen etc. Daher kommt die Unterscheidung, dass wir gesagt haben, bei dem Wohn- und Gewerbeimmobilienverwalter ist wesentlich mehr Musik drin, so möchte ich es mal nennen, weil wir unter anderem auch wesentlich mehr Hausmeistertätigkeiten versichert haben. Welche Einschlussmöglichkeiten möchten wir Ihnen anbieten? Wie der Herr Roth bereits erwähnt hatte, besteht die Möglichkeit, gegen einen Nettobeitrag von 3,80 Euro den fremden Haus- und Grundbesitz hinzuzuwählen. Da baut sich der Tarif so auf, so wie wir kennen. Wir gehen hier nach Wohn- und Gewerbeeinheiten vor. Wohneinheiten dürfte klar sein. Gewerbeeinheiten ist, wie Sie es kennen, je 100 Quadratmeter Gewerbefläche entspricht einer Gewerbeeinheit. Genauso unsere altbewährte Vorgehensweise bei unbebauten Grundstücken. Je 1000 Quadratmeter entspricht einer Wohneinheit. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, die HG-Plus-Deckung hinzuzuwählen. Hierzu müssten Sie einfach einen Zuschlag auf den gesamten oben angegebenen HG-Beitrag von 20% nehmen. Die Risikoorte möchten wir Sie bitten, uns gesondert anzugeben. Hierüber würden wir uns um Kontaktaufnahme freuen. Wir können Sie gerne im Versicherungsschein dokumentieren.
Wir können aber auch parallel zum Versicherungsschein eine Excel-Datei führen, was die Hausverwaltung gerne bevorzugt machen, da sie das einfacher dann in ihr System übernehmen können. Dazu sind wir, wie gesagt, offen. Sprechen Sie mit uns. Wir werden gemeinsam eine Lösung finden. Nochmal abschließend möchte ich wirklich die Betonung darauf legen, weil wir haben im Moment sehr, sehr gutes Feedback zu unserer HOG Plus bekommen. Die Nachfrage hierzu ist auch sehr, sehr hoch. Das heißt, wir haben zukünftig die Möglichkeit, bei einer Hausverwaltung, wo Sie bislang immer die einzelnen Risikoorte zu uns gebracht haben und die somit im Rahmen einer Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht versichert haben, können Sie eine einheitliche Police Ihrem Kunden ab sofort anbieten. Sie können also sagen, lieber Kunde, ich habe ab sofort auch bei der Haftpflichtkasse für dich eine super Vermögensschadendeckung als auch eine super Betriebshaftpflichtversicherung und die HOG, lieber Kunde, so wie Sie sie bisher kennst von der Haftpflichtkasse, als auch die HOG Plus unter Umständen, können wir alles in eine Police zusammenfassen und, was man nicht vergessen darf, wir haben mit den 3,80 Euro liegen wir nochmal unter unserem Mindestbeitrag der HOG-Deckung. Wir haben normal 4 Euro pro Einheit und hier steigen wir ein bei 3,80 Euro die Einheit. Also ich denke, für meine Meinung nach ein sehr, sehr schönes Konstrukt, um den Kunden mit einer Police, so nenne ich es mal, glücklich zu machen. Was auch noch mitversichert ist, der eigene Haus- und Grundbesitz der Hausverwaltung. Hierbei möchte ich um Beachtung bitten, dass es sich selbstverständlich um dieselbe juristische Person handeln muss. Auch hier besteht die Möglichkeit, dass die HOG Plus Deckung für einen Zuschlag in Höhe von 30 Euro netto pauschal hinzuwählen können. In meinen Augen hoffe ich zumindest, dass wir einen sehr einfachen Tarif gestrickt haben, der es für Sie und Ihren Kunden ermöglicht, eine einfach gestrickte, aber sehr, sehr gute Betriebshaftpflichtversicherung mit einer kombinierten Vermögensschadenhaftpflichtversicherung zu erhalten. Ich bedanke mich für meinen Teil. Ich bedanke mich auch. Und jetzt möchte man unseren Moderator, den Herrn Arendt, übergeben. Ja, vielen Dank. Also mir hat es wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich sehr herzlich bei unserem Kooperationspartner, dem Vertreter unseres Kooperationspartners, dem Herrn Haas von der Alcura. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Kollegen Frank und Roth für den spannenden Vortrag. Und wenn Sie sich für weitere Veranstaltungen von uns interessieren, wir haben jetzt seit neuestem auf unserer Homepage auf der Vermittlerseite auch eine eigene Kategorie für die Online-Präsentation. Da sehen Sie auch unsere zukünftigen Veranstaltungen und Sie haben auch direkt die Möglichkeit, sich vor dort anzumelden. Das wird regelmäßig aktualisiert. Immer wenn wir einen neuen Vortrag planen, wird der auch schnellstmöglich dort eingetragen. Das heißt, Sie haben auch immer die Möglichkeit, da sich auch für weitere Themen anzumelden. Ja, ich bedanke mich für Ihre Zeit, für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund. Und wenn sich noch irgendwelche Fragen ergeben sollten, die Kollegen stellen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Und ja, dann verbleibt mir Ihnen noch einen schönen Resttag zu wünschen und bis zum nächsten Mal.